So, da sind wir wieder. Hier sehen wir gerade die IPWO-Website aus den USA. Dort wird auch gleich auf der Startseite hier diese tolle Webcam angepriesen. Dort habe ich sie auch gekauft. Und ja, ich zeige euch jetzt kurz die Verpackung, was alles so drin ist. Und dafür muss ich jetzt erstmal das Teil umstellen. So. Wie schaut es aus? Ja, da haben wir hier die Verpackung. Vielleicht ein bisschen nah dran. Das ist jetzt natürlich alles spiegelverkehrt. Die Frage ist, ob man das irgendwie umstellen kann. Müsste eigentlich gehen, oder? Oder nicht? Bin ich zu doof? Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, schöne Verpackung. Gibt es nur in einer Farbe, in dem Silber. Hinten drauf kann man zumindest so von den Bildern her erkennen, wofür die ganz gut ist. Also da hätten wir zum einen das normale Chatten mit einer Webcam, mit anderen Leuten sprechen. Dann, was ich sehr beeindruckend finde, aber wo ich noch nicht genau weiß, wie das funktioniert, ist das hier. Da kann man bei Präsentationen einen ja, Ausschnitt, den man aufnimmt, auf eine Leinwand projizieren, über einen, ich denke mal, OH-Projektor. Dann haben wir hier, dass du die komplett abmachen kannst vom Fuß. Und dann, weiß ich nicht, in irgendwelche Rattenlöcher reinstecken oder sonst wo. Und ja, hier drüben, dass man halt ziemlich nah an ja, Zeichnungen oder sonstige Dinge rangehen kann. So Mikroaufnahmen oder wie man das nennen mag. Funktioniert mit einem Mac und natürlich auch auf dem PC. Hier im Hintergrund sehen wir jetzt gerade Rechnung, uninteressant. Was ich noch witzig finde, nochmal kurz nebenbei, irgendwie so ein Voice-over-IP-Headset. Es ist nicht mal ein Headset, es sieht aus wie ein Telefonhörer, war irgendwie dabei, ich habe es nicht bestellt. Keine Ahnung, ob das zu Werbezwecken dabei ist. Ich werde es irgendwann mal auspacken oder vielleicht stelle ich es auch bei eBay rein. Mal schauen. So, das Paket. Machen wir mal auf. Und was ist drin? Ja. Kleine Anleitung. Die kaputte CD. Die war übrigens schon kaputt. Die habe ich nicht zertreten, so wie ich es gesagt habe. Und, oh welch Wunder, keine Kamera, weil die nimmt ja gerade auf. Hier können wir sehen, war der Standfuß drin. Hier die Kamera selber. Und hier haben wir nochmal so einen Clip. Der sieht ein bisschen aus, sondern mal so rum, wie ein Panzer. Damit kann man die Kamera dann rausmachen. An die unmöglichsten Orte ranklemmen. Kann man irgendwie so auf. Ist fast wie so ein, wie nennt man das, ein Klammeraffen. Und dann kann es irgendwo festschrauben und dann, weiß ich nicht, von der Decke hängen lassen oder so. Ob ich das benutze, ja, mal schauen. Das Ganze hat $69 gekostet. Das entspricht ungefähr 50 Euro. Wie gesagt, das kann man sich leider nicht nach Deutschland oder ja, Europa liefern lassen. Ich habe es bei Amazon.com bestellt. Eigentlich schicken die ja auch nach Europa, aber in dem Fall wurde es halt durch IPWO direkt verkauft und die haben kein Shipping nach Europa. Glück gehabt, Antje war da. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Teil so anstellen können. Diese Verzögerung, ich gehe mal davon aus, dass das an der Helligkeit liegt. Ich habe zwar zwei Lampen an, da hinten eine, ja, schön, und hinter mir auch noch mal eine, aber irgendwie reicht das nicht aus. Und ich werde mal gucken, dass ich das dann irgendwann bei Tageslicht noch mal ausprobieren. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber am Wochenende ist auf jeden Fall Zeit dafür. Gut, 4,5 Minuten. Ich glaube, genug gelabert, genug Video. Dann bis bald.